Und dann kommen wir jetzt zu dem neuen Spiel. Moonwing. Dieses Spiel ist eine neonfarbige Hommage an Ultima 4 und 5. Es ist eine moderne Fassung von also es ist sehr, es erinnert sehr an Ultima 4 und 5. Ups, so. Es ist kostenlos auf Steam erhältlich. Der Entwickler, das ist großartig, es kostet nichts. Das ist nicht so, es ist nicht so, dass es kostet noch nichts, es kostet einfach nichts. Und das Spiel ist sogar so großartig, dass man es ohne den verdammten Steam-Client spielen kann, was mir natürlich sehr gefällt, weil ich ja diese Bloatware von Valve nicht mag, als einziger Mensch auf der Erde. Verzeihung. Man kann das Spiel also, nachdem man es bei Steam installiert hat, halt ohne den Steam-Client spielen, finde ich fantastisch. Also es ist ein wunderbares kleines Spiel. Ob es klein ist, weiß ich nicht mal. Wirkt wie ein kleines Spiel. Also es sieht großartig aus. Ich habe 2 Minuten davon gesehen und fand es hochinteressant. Ja, man kann Permadeath spielen. Das macht die Sache, glaube ich, denke ich, schwieriger. Also meine Permadeath in Ultima, okay, ja, fängt man wieder von vorne an. Also was ich über das Spiel weiß, es ist Ultima ähnlich mit einer eigenen Welt, anderen Welt und mit verschiedenen, werden wir sehen. Es hat ein bisschen Roguelite-Elemente. Wenn man stirbt, werden, also die Oberwelt ist festgelegt, die ist quasi designed. Die Dungeons werden zufällig ausgewürfelt, also sind procedurally generated. Und wenn man stirbt, werden die Dungeons neu ausgewürfelt und alle Monster drin und so weiter. Also es ist nicht so, dass man, wenn man stirbt, wie in einem Roguelike komplett von vorne anfangen muss, aber das Dungeon wird halt neu. Den CRT-Effekt habe ich ausgemacht. Fußball haben wir on, Tutorials on. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich weiß ansonsten nichts. Also ich habe, wie gesagt, 5 Minuten eines Let's Plays gesehen und da habe ich mir gedacht, ey, das sieht so gut aus, das will ich selber spielen. Die Credits können wir uns mal angucken. Das ist von Dean Carter, Fluttermind. Also eine Handvoll Leute. Ja, und wie gesagt, kostenlos bei Steam. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. New Game. Would you like to... What would you like to call yourself? Ne, das ist keine Frage. Wertner. Okay. Ja, also die Optik, es hat so ein bisschen, als wäre es moderne CGA-Grafik. Also es wirkt irgendwie, es hat diesen Neon-Look, den ich erstmal ganz cool finde. Und es wirkt dadurch halt auch so ein bisschen CGA-ig. Ist es nicht, nicht mal im Ansatz, aber es wirkt ein bisschen so. Okay, Movement. You can move by pressing the cursors via SD-Keys or holding the left mouse button while pointing where you want to go. Okay. Holding the left mouse button while pointing where you want to go. You can wait a turn by pressing space. Okay. Und wir sehen ja auch, es regnet offensichtlich. Es ist Wind. Also diese ganzen kleinen, ich weiß nicht, wie das über den Stream rüberkommt, diese kleinen Grafikeffekte. So, wir haben hier eine ganze Menge Sachen. Wir sind Wärtner. Wir haben Day One of the Hunting Moon. Wir haben... Okay, wir haben schon mal keine Tooltips. Das ist fast wie Cyberpunk. Nein, okay, dann machen wir mal einen Schritt. Okay, ich habe mich erfolgreich bewegt. You can interact with signs, doors and other objects by moving into them, colloquially known as bumping. Okay, bumping kann ich. Das habe ich schon als Jugendlicher gelernt. Ja, also es ist faktisch eher IGA, aber die... Es erinnert mich deswegen ein bisschen an CGA, weil die Farbwahl so strange ist. Weil CGA hatte ja dieses Schwarz-Weiß-Rosa-Hellblau. Das ist hier grün und purple oder lila. Das ist so ähnlich strange. Aber da hast du schon recht. Also es wirkt eher
Ne? Aber es, also egal. Sieht tatsächlich eher wie Iggy aus. Und auch pixelig, also so. Also wir können bumpen, dann bumpen wir mal dahin. So, ich nehme an, das ist das Geräusch, das ich mache, dieser grüne Kreis, in Anführungsstrichen, der von uns weggeht. Weil ich habe auch schon gesehen, dass es, wenn man irgendwas hört, das wird angezeigt. Also man sieht es, man hört es nicht. Also okay, dann bumpen wir mal in die Tür. Haha, funktioniert. Wir haben eine Tür geöffnet. Ja, das stimmt. Das war der Modus, der für Spiele üblicherweise benutzt wurde. Ich glaube, weil die Auflösung... Nee, weil es dann mehr Farben waren, ne? Ich glaube... Obwohl, Might and Magic hat doch auch diese andere CGA-Auflösung verwendet. Die hatten doch... Da gab es doch beide. Einmal die mit anderen Farben, oder? War das nicht so? Might and Magic 1? Ich glaube, mich da irgendwie zu erinnern, dass das so eine ganz, ganz tolle Idee war. Also die, an die, die nur sonst keiner gemacht hat. Aber okay, also wir haben hier einen... Okay. Oh, da war ein Buch. Oh, da war tatsächlich ein Buch zu sehen. Das habe ich weggenommen. Es waren nur zwei Pixel, aber... You find a book called Ancient Cyberoon 6. One word catches your eyes. Era. Which means fortress. Achso, Era. Also Era. Also ist fortress. Okay. Note added Dictionary 6 Notes. Okay, okay, okay. Okay, wir haben Escape, wir haben hier Notes. Tutorials. Navigate your notes. Moonwing automatically records all quests and tutorial notes. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Es gibt ein Message Log und zwar vom kompletten Spiel. Nicht nur von der Session, so wie ich das verstehe. Also es wird wirklich alles gespeichert. Das heißt, man. Ich meine. Ich hole mir meinen Zettel. Ich werde mir Sicherheit Notizen machen müssen. Aber theoretisch muss man das nicht, weil das Spiel sich alles merkt, was ich super finde. Ja, also irgendwas war bei MM1 besonders. Und zwar auch in der, ja, es wird dann wahrscheinlich mit mehr Farben niedrigere Auflösung. Ich weiß es nicht. Okay, wir wollen jetzt mal hier. Up and down, ne? Up and down to scroll through the notes, enter to cycle through pages. Okay, das sind die Notes. Okay. Books. Okay. No status changes. Hier haben wir verschiedene Magieschulen. Keine Ahnung. Target. Tab. Okay. Note added. Navigate in your notes. Okay, na gut. Dann machen wir mal ein bisschen durch die Gegend. Moment, hier haben wir noch ein Buch. Hier sehen wir da dieser weiße Strich. Das wird ein weiteres Buch sein. Ja. The shelf contains books on mushroom farming and animal husbandry. Animal Husbandry ist nicht das, was ich denke, dass es ist, ne? Das ist nicht, ich heirate mein Animal und mache es zu meinem Husband. Das ist was anderes, ne? Das. Ja, aber ich meine, die CGA, ich glaube mich zu erinnern, dass die... Ich hätte gedacht, dass Might & Magic zwei CGA-Modes hatte. Also zusätzlich zu den anderen Grafikmodi. Aber ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sieht es mit Farben deutlich besser aus als CGA. Legends of Amaranth, wie kommst du denn darauf? Das wird in Kürze beginnen. Da habe ich schon Videos so gemacht. Aufgenommen. Die sind nur noch nicht gesendet, weil ich noch keinen Platz in meinem Upload-Zeitplan habe. Okay. Na gut, wenn du das hast, dann war das wahrscheinlich, habe ich das wahrscheinlich mit der IGA-Variante verwechselt. Ich kenne mich mit CGA auch überhaupt nicht aus. Das ist vor meiner Computerzeit gewesen. Das ist, ich hab nur irgendwann mal was gehört, dass es auch noch einen anderen Farbmodus bei CGA gab. Und das habe ich da vielleicht eins und andere zusammengeschmissen. Okay.
Also, Chef von Farms Finances. Okay, gut. Oh, ja, haben wir eine Kommode aufgemacht. You picked up something. You can bring up your inventory at any time by pressing I or by pressing escape. Right clicking, moving the cursor to the inventory. Okay. Okay, das gemahnt mich ja schon ein bisschen an Adam hier. Diese voller Bildschirm. Haltung. Okay, danke. Ja, und Husbands hält man ja auch. Als wenn man die Wife ist, sozusagen. Der Husband wird ja gehalten. Ich glaube, das ist die. Okay. Also, englische Sprache hat manchmal lustige Worte. Navigating. Okay, was haben wir hier? Okay, da sind Sachen passiert. Moment, Tutorial. Ich will zurück zum Tutorial. Da stand irgendwas. Wie komme ich da hin? Nutz Tutorials. You can equip, unequip or use items by pressing Enter. Note that equip items are marked with minus plus minus. Okay, ich nehme an. Okay. Ja, Legend of Emberland ist das angekündigte Might & Magic-artige Spiel. Flüssigmetallkaiser hat es erraten. Okay. Also das wird Stand heute, ja, ich weiß noch nicht, wenn ich weiß halt nicht, wann in meinem Upload-Zeitraum mal Platz ist. Vielleicht mache ich dann auch mal für eine Weile nur ein Video Cyberpunk pro Woche und dann ein anderes von diesem Emberland. Weil ich habe es halt schon ein bisschen gespielt, es ist ganz cool, aber wir sind halt im Moment so vollgepackt. Ja, der zweite Teil ist gerade rausgekommen. Wir gehen nochmal weiter. Ich finde, das sieht cool aus. Das sieht so. Not added. What? Remember, you can buy including enemies, long grass. Signs, bookshelves and much more. If in doubt, bump it. Okay, hier, da können wir das Sign lesen. Yarrow Farm, here be thine hearth, home and heart. Okay. The faint dotted square around you is your detection radius. Okay. Enemies within this area will be alerted to your presence. Okay, das ist also quasi der Lärm, den wir verursachen, oder was auch immer. Your detection radius will shrink when you are quiet and is altered by other factors such as movement, cover, equipment and noisy actions. Das klingt alles ziemlich gut durchdacht für ein kostenloses Spiel. Entschuldigung. Bump mal den Kamin, mach ich. Geht nicht. Kann ich die Fenster bumpen? Nee. Okay. So, und wie kann ich Quiet? Hat das Spiel mir das gerade gesagt? Ich habe es wieder nur nicht gesehen. Noise. You are quiet. Quiet. Quiet ist Q. Oh, dann bücke ich mich. Oh ja, okay. Jetzt bin ich quiet und jetzt bin ich wieder unquiet. Okay. Ich nehme an, du bist freundlich. You are targeting a friendly character. Tue ich das. The Enter key does different things depending on the situation. The icon highlighted. Wir sollen da Art Highlight zu schreiben. On the left of UI shows that pressing Enter will talk to the target moment. Oh ja, okay. Das wird aktuelle, wird gehighlightet. Mhm. Ja. Bin dir nicht böse, wenn du es nicht guckst. Das kann jeder selber entscheiden. Also es ist auf jeden Fall, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie es auf lange Sicht wird, aber es hat mich sehr wohlig an Might & Magic 3 erinnert und da hatte ich einfach mal Lust drauf. Deswegen habe ich es halt auch schon anfangen wollen, obwohl wir eigentlich noch gar keine Zeit dafür hatten. So, in many cases clicking the target is the same as pressing enter. So, also wenn ich jetzt enter mache, dann rede ich mit dir. Das ist, ich meine, so die,
ist besser als schlechtes Voice Acting. Dreams, 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 okay. You can speak to people typing words or short phrases. Tatsächlich wie Ultima. Pressing Enter will say whatever word is shown in the input box. Certain words and phrases are hidden. So experiment. Still no dreams. Child? I'm so low. Okay. Ich meine... Sorry, das müssen wir einfach... Das ist, da bin ich vertraglich zu verpflichtet, als ehemaliger Ultima-Spieler Name und Job einzugeben. Und Rumors. Ups. Okay. Dreams. I swear you just sleep too deeply to recall them. I'm sure you dream one of these days. Don't try to force it. Dream alleine ist was anderes, okay? You will finally know which God has chosen you. Die Götter suchen mich aus? Das ist interessant. You are a little older than most dreamless. Okay. I wonder what your Karen would have made of it. Okay. Most dreamless... Nee, most dream by their 20th year. Apart from the Arken, of course. Oh, willkommen in Tyranny. Halt. Talk. Ja, ja, wir haben, God? Which of the five will it be, I wonder? You know them. Ich wette nicht. Our Lady of the Sanguine Moon? Death's Harlequin? Oh, hier. Das ist Death's Harlequin. Was war das? Sanguine Moon. Das ist das hier. Das könnte ein Mond sein. The Lords of Dust? The Great Forest Wolf, ist das? Okay, das sind die Götter. Das ist vielleicht unser... Ist das unser Goodwill mit den verschiedenen Göttern oder so? Okay. The Blind Angels. Das ist das hier wahrscheinlich. Das sind wahrscheinlich die Augen. Okay. The Five. Although, of course, we only follow one. Okay. Nu... Ich will doch weiter mit dir reden. Warum hörst du denn immer... Nee, Enter. So. Angels. The blind angels offer so much wisdom. Ist das so? I wish you could see the world as I do, child. Bist du ein blind angel? Life is so vibrant. Oh, nee, ich muss type something machen. Okay. Life. I can see it flickering in every living thing. It's so beautiful. Okay. Wir hatten Five, wir hatten God, wir hatten Dreamless, wir hatten Archon war noch. The Archon means well, but they are far too old. I'm glad they're looking for another viable candidate. Ah, perhaps you should petition. Viable. Well, technically, all Archons are Dreamless. Supposedly, it allows them neutrality. Okay, das sind so eine Art Verwaltung. Direktorin? Can you truly trust anyone godless? Da du einen Gott hast, wahrscheinlich nicht... Okay. Au, du sagst auch deine Worte wieder, die du schon erwähnt hast. Oh, ist das großartig. Das ist nett. Okay, das... Okay, machen wir erstmal das Petition. You are dreamless after all, yeah? You never know, you could be the new Archon. Oh, okay. Wenn das die einzige Qualifikation ist, die man für den Job haben muss? Keeper of Balance, okay. Hahaha, okay. It's important for an Archon to be neutral. But in truth, I prefer their favorite angels. Ja, hatte ich mir gedacht. At least a little, yeah? Okay.
I believe the angels are always right, but I know others feel different. It would be chaos without an arbitrator like the Archon. Okay, verstehe. Du bist so ein Mediator zwischen den verschiedenen Religionen, okay? Religionsbeauftragter, oder wie auch immer. Moon Ring. Mondring. Archon, okay. Godless Follow One Arbitrator. I suppose that is why the Archon is so important. Es ist übrigens auch verdammt viel Dialog hier, was ich auch schon mal ziemlich gut finde. Ich meine, es ist nicht super viel Text, aber es fühlt sich wie ein ausgewachsenes Spiel an. Elvet has not spoken in public for weeks. Ist Elvet der Archon? That is unusual. I wonder what it means. Okay. Follow one. The angels, of course. They are just and wise beyond all other gods. Okay. Was hattest du nicht? Other. I would rather not speak of them. Okay. Oh, topics discussed hier oben. Oh, das ist so convenient. Das ist, als hätte jemand Ultima gespielt und sich gemerkt, was alles unpraktisch war und es besser gemacht. Moonring, ja, in einem Wort. Topics discussed, petition. Okay, I would not speak of them further. It seems unseemly. Let others follow who they must. Okay. Godlets, gods, Karim. Was war das? Ah, Karim. Poor Karim. Okay, das ist jemand. A kind soul through and through. We must keep the farm neutral. It was important to both of us. Ist das dein significant other? I'm sure you miss them too. Wer bin ich überhaupt? Always be wary of Ember. Wer ist Ember jetzt schon wieder? Du, ich bin nicht nur dreamless, liebe Calera. Ich bin auch komplett unwissend und habe überhaupt keine Erinnerung. Es ist so, als wäre ich gerade erst geboren worden. Ember. The mist will drive you mad, okay? Willkommen in Legends of Ember. Nein, war nur Spaß. Okay. Also, Antares, meinst du Moonwing? 97% positiv? Ich meine, es ist schwer, sich darüber in einem Review zu beklagen, wenn es kostenlos ist. Aber das habe ich auch gesehen, dass es sehr positiv weggekommen ist. And the Beast's Heights, okay. Few survive them. Okay, also im Mist, der Ember heißt, gibt es Monster. Okay, und Karim ist tot. Müsst ihr mir mal sagen, wer Karim war? Genau, also, nee, sagst du mir nicht, okay. It was... Nee, das haben wir schon gesagt. Gods? Do not think that it can be... Moment. The five are wise, though I do not think that can be said of the Archon. Okay. Oh, das kann man mit der Maus machen. Not anymore. Oh. I'm sorry, I did not mean to suggest... Ach so, weil ich nicht träume. Die Götter senden uns die Träume und wenn wir keine Träume kriegen, haben wir keinen Gott. Das heißt, wir gelten als godless. You'll have a dream and then I won't have to worry. Okay. Kann ich eigentlich sowas machen? Nee. Who am I? Okay. So, dann wollen wir mal gucken, ob ich hier irgendwas in meinen Notes...
das sind die verschiedenen Topics, über die wir gesprochen haben, sozusagen. Zusammengefasst zu, okay. Können wir hier irgendwie... Spells, recent... Verkaufen die Zauber. Okay. Location. Okay, das ist nicht die Nummer, in der wir es gefunden haben. Das ist einfach nur eine allgemeine Nummer, dass wir die... Okay, das wissen wir, welche wir schon haben. Okay, Speaker. Books, Tutorials. Okay. Calderon Countryside causes mit Calderan. Fragen wir mal nach Calderan. Calderan. Okay, no reply. Wie hieß diese komische Yarrow? Okay. Na gut, dann reden wir mal mit den Kühen. Hallo Kuh? Okay. Nur mal, ich will mal ausprobieren, was passiert, wenn ich... Greife ich dich dann an? Nee, okay. Können wir gegen den Baum... Okay. Es ist so schön, diese grüne gestrichelte Linie von uns weggeht, so wie die Soundwaves, die wir machen, wenn wir das... Also halt im gewissen Bereich zu hören ist, wenn wir die Tür aufmachen. Das ist einfach nett gemacht. Also... The Emberbane Lamp is iconic property. Please treat it with appropriate care. This Emberland Bane, okay. Meinst du das da? Was habe ich denn überhaupt? Okay, das ist aus. Das haben wir. Okay, das haben wir an. Ember Ward. Iron Cage. Holding a chunk of warm lumicide. Applying Emberbane Oil caused it to glow and dissipate nearby Ember. Oh, so können wir den Mist dissipaten. Closing the shutters helps to conceal one's presence. Aber wir werden gesehen. Okay, verstehe. The inventor, Thaddeus Rush, died some 50 years ago after the cataclysm. Hey, du. Cataclysm. Rush, long dead by now, surely. Lamp. Emberbane. That oil comes from sea creatures, you know? Nee, wusste ich nicht. Okay. Oh, das Einzige, was man nicht, sich nicht bewegen kann, ist der, Numpert. Okay. Na gut, so kann ich das hier irgendwie mitnehmen? Nee, wir können einfach nur irgendwo gegen bumpen, ne? Okay. Ups. Use the Q key to click the quiet act to toggle quiet mode. You will do bonus damage if you hit an enemy who is sleeping or unaware of you. However, sneaking dims your ward, reducing your sight range. Moment, ist mein Ward an? Oh, wir haben Food, wir müssen Sachen essen. Okay. And action takes 2 times longer. Dims your ward. Okay. While quiet, you can reduce your detection radius further by standing near walls and other cover. Ultima 4 mit Cover-System. Das ist brillant. Ich meine, das ist jetzt in der Draufsicht ein bisschen schwierig mit dem
mit den Sichtlinien, aber ich meine, das kennen wir von XCOM, da war das mit den Sichtlinien auch kompliziert. Okay, das Ding schläft. Das heißt, wir können das jetzt... Waiting quietly will decrease it even more. Okay, probieren wir mal. Waiten. Oh ja, wird kleiner. Wenn wir jetzt einen Schritt machen, wird es wieder größer. Jetzt warten wir. So, kann ich jetzt irgendwie ranged? Oh, das ist meine Reichweite, nehme ich an. Wow. You can throw or fire objects with R or clicking the range icon. You'll do increased damage if you hit enemies who are unaware sleeping. Note, at the start of the game you are a bad shot. Okay. Two damage against sleeper. So, du bist jetzt wach. Something has targeted you. Melee combat is performed by bumping into an... Okay, gut. Alternatively, you use a ranged attack or look for items in your inventory to use by pressing I or right click to use. Okay. So, wenn wir jetzt hier hintergehen. Oh, das meinte ich, dieses Gitter. Wir sehen es nicht, aber wir hören das Geräusch, das es macht. Und dann steht das Geräusch da, wie in einem Comic. Es ist brillant. Enter. Okay, Engagement. You are engaged in close quarters combat. Okay, das ist, wenn wir im Melee Range sind. Being hit will initially reduce your poise, shown by the small shield icon. Okay. While engaged, poise will not regenerate and the shield will display a flashing X. Okay. Ensure you enter close combat battles with plenty of poise. Okay, und was ist der Unterschied zu Hitpoints? Oder sind das meine Hitpoints? Nee, was ist das hier? Okay, und dann bumpen wir mal. Okay. Ich habe das Ding gekillt, glaube ich. Und da liegt jetzt was. Scraps of Chitin. Okay. Rock. You found a note. The graveyard key in the lock. Okay. Okay, ich fange jetzt mal tatsächlich jetzt an, Sachen zu notieren, einfach weil das für mich zu einem guten Spiel dazugehört. Auch wenn das Spiel das macht, ich finde üblicherweise Sachen leichter wieder, wenn ich sie mir selber aufschreibe. Graveyard Key. Locked chest behind the farmer's forest wall. In locked chest. Wall. Find beyond the graves is a cave. Beyond grave is cave. Carved stone. Find stone. Find others who recognize its sign. Okay. Find others who recognize it. Okay. You scribble the message in a notebook. Ja, ich hab's auch gemacht. Doppelt hält besser. So, dann können wir uns das mal angucken. Wird das da komplett? Ja, es steht da komplett. Okay, das ist gut. Zum Beispiel, liebe Cyberpunk-Entwickler, ne? Warum? Entschuldigung. Wir bekommen einen Auftrag, es wird dann im Message-Log oder hier in dem Note-Log wörtlich so niedergeschrieben, wie wir es erfahren haben und nicht als irgendeine lustige Zusammenfassung von irgendeiner Halluzination, die wir in unserem Kopf haben. Das ist viel besser. Weil jetzt weiß ich, was diese Note sagt.
Bei Cyberpunk würde da jetzt stehen, our dead friend has had something to say. I don't remember what, but it seemed to be important. Irgendwie sowas in der Art. Also komplett egal. Hatten wir vor Hoopballer vorhin schon drüber gesprochen. Da freue ich mich jedes Mal wieder drüber, wenn ich daran denke, dieses Journal, das wir da haben in diesem Spiel. Gut, also, da ist irgendwas. Das ist ein Schlüssel, so wie es aussieht. Kann ich eigentlich Look machen oder so? Gibt es Look? Es gibt Exchange, Safety, Yell. Okay, wir können yellen, okay. Okay, ich bin very slow. Ich nehme an, weil ich in eine Cobweb reingelaufen bin. Und wir haben einen Tiny Key. Okay. Können wir das hier kaputt machen? Oh, das können wir kaputt machen. Oh, das ist so cool. So, Farmhouse, False Wall. Hier ist also ein False Wall. So, können wir mit dem Chicken irgendwas machen? Hallo Chicken? Bleib mal hier. Chicken? Bekab. Sag bloß. False Wall. Oh, hier war ich ja noch gar nicht drin. Hallo? Ja, das ist das zweite Schlafzimmer. Okay, wir können schlafen gehen. Bin ich immer noch quiet? Okay, das war nicht nötig. Oh, da fehlten... Ja. Hier sind die Steine ein bisschen anders. Und weniger von den lila Bricks. Sometimes even familiar things such as walls may have secrets. Look out for anomalies and bump into anything that looks different, okay? Okay. Unlocked. The key unlocks the chest and crumbles to dust. Ich nehme an, der Tiny Key. Da wäre es noch cooler gewesen, wenn da das tatsächliche Item gestanden hätte. Aber immerhin steht es da, dass das Item sich gleich in Luft auflöst. Wie das Schlüssel ja üblicherweise tun, kennen wir aus unserer Lebenswirklichkeit von zu Hause, wenn man die Wohnung verlässt und abschließt. Nee, beim Abschließen geht's, aber wenn man die Wohnungstür wieder neu aufschließt, braucht man beim nächsten Mal einen neuen Schlüssel. Genau so ist es. Okay. So, und jetzt gucken wir mal rein, was da drin ist. Graveyard Key. Achso, ja stimmt, das wusste ich ja schon. Mehr noch? Oh, können wir kaputt machen. Okay. Hier was drin? Ne? Irgendjemand macht die Türen wieder zu. Wenn wir nicht gucken. Ich will immer mit den Numpad-Tasten steuern. Das ist noch so drin. Können wir hier in das Haus? Ja, können wir. Okay, das sind Steine, nehme ich an. Das ist eine Art Weg. Oh, Mushroom Farm. Okay, verstehe. Da sind eine Menge Mushrooms. North Hawthorne Family Cemetery. Okay, wir sollen zum Grave und dahinter ist ein Cave. Okay. Okay, ja, müssen wir nicht alle kaputt machen. Ja gut, dann gucken wir mal zu dem Grave. Mr. Kibbles, you hated everyone. We loved you. Regardless. Okay, scheint sich meine Katze gehandelt zu haben. Grant Hawthorne. At rest at last. Okay. To my beloved Karim, Ember took you from the world, but not my heart. Okay. Okay, Graveyard Key, okay. Okay. Oh, und hier sehen wir, wie das im Schatten liegt, weil wir das nicht sehen am Baum vorbei. Deswegen ist es wie im. Können wir es nicht sehen. Also. Oh. Es ist wirklich cool.
You have found the entrance to Dungeon. Note that Dungeons can be reconfigured by using magical items over their entrance. Bitte was? Okay, das will ich mir aufschreiben. Das ist so strange. Dungeons can be reconfigured by using magical items. Over their entrance. Okay. Dungeon preparation. Okay. This is a dungeon. The doors will lock. Oh, once you enter, you will have to find a master key to leave. If you die, the dungeon will reconfigure. Are you sure you wish to enter? Maybe later. Gucken wir erstmal, ob wir hier noch irgendwelche Sachen finden. Haben wir eigentlich eine Welt... Oh, wir haben... Guck mal, wir haben eine Karte. Ha! Okay, wir können zoomen. Okay, wir sehen noch nicht allzu viel. Okay, sag mal, wir haben hier einen Dungeon in unserem Garten. Wusstest du davon? Okay. Ja, wir verlieren langsam Food. Ich hoffe, dass das... Opening the escape menu. You can use it to look at your stats, see a map of the overworld areas I have explored, or even quit the game. Mhm. Ich glaube, nach Caldera wollte ich sie nochmal fragen, ne? Yes, the cataclysm left a great crater. Oh, Caldera. Oh. Oh, Vulkanausbruch, Cataclysm. Okay. Und wir leben alle in dem Krater? Das ist keine gute Idee. Und ja, Cataclysm hatte ich schon gefragt, ne? Ja, okay. Na gut, da würde ich sagen, gucken wir mal in das Dungeon, ne? Das Schlimmste, was passieren könnte. Wir sterben. So, was haben wir denn für Ausrüstung? Wir haben ja noch nichts. Wir haben was zu essen. Oil, Lifestone. Area Healing Technology, okay. Cyberun, da könnten wir die auch mal nachfragen. Invaluable tool by those who follow the Lords of Dust with their strange aversion to witchcraft and its curative potions, okay. Oh, dann sind. Das die Lords of das Bücher, Leute. Okay. Okay, gucken wir hier mal rein. Enter. Yes. Dungeons and the map. You have entered a dungeon. Here the map will be vital to keeping track of where you have been. You can press M. Oh, cool. Hier können wir nicht zoomen. Okay. Oh, hier haben wir was gehört hier unten. Oh, das ist so cool. Da sehe ich was. Du siehst mich nicht, ist, glaube ich, das Symbol. Das ist so ein Augensymbol, das durchgestrichen ist. Ich vermute mal, das heißt, du siehst mich nicht. Irgendwas hat... Warst du das, der das Geräusch gemacht hat? Oh, okay. You've been hit, don't worry. It only affected your poise, which will recharge once you're clear of enemies. Note, being hit also stops you being quiet. Okay. Angriff. Angriff. Okay, range. Attack. Können wir diagonal? Nee, diagonal gibt's nicht. Also Range.
Haha, aua. Dodge? Geht da gar nicht. Oh, du hast sogar eine Hitpoint-Bar. Okay. So, unsere Poise ist down. You are becoming affected by a status change. Non-flashing icons in the status area show you what the effect will be after the bar behind the icon fills to the top. Okay, das ist die Bar. Okay. Non-flashing icons in the status area show you what the effect will be if the bar behind the icon fills. Oh, wir würden bluten, wenn das komplett gefüllt wäre. Also wir bluten ein bisschen, aber noch nicht wirklich. Also wir haben, wenn das voll ist, würden wir bluten und das heißt, dann würden wir wahrscheinlich Health verlieren oder so. Könnte ich mir vorstellen. Und das ist auch großartig, dass das hier alles steht. Das ist Baldur's Gate cool. Ich meine, da ist es noch cooler, weil es AD&D-Regeln sind, die man nachlesen kann, aber das ist auch gut. Armor blocked, okay. Scraps of Fur. Was bist du? Kann ich mir dich angucken? Nee. Oh, okay. Critical Hit, sowas gibt's auch. Arcaea, okay. What? Okay, das ist... also das ist Adam-Level an Details hier jetzt. Ich stehe am Rand eines Teiches und... wenn ich da reinlaufe, splash water on yourself. Ja, warum sollte ich das wollen? Ah, vielleicht weil ich rotting bin? Machen wir mal. Gucken, vielleicht hilft das dagegen. Nee, ich bin einfach nur nass. Okay, ist das irgendwo erklärt, was die Status Effects machen? Weil rotting würde ich ja schon ganz gern wissen. Status Area, Books, Speaker, Location, Response, Tag. Ich meine, wahrscheinlich müssen wir es erstmal einfach mal testen. Wir müssen es einfach mal ausprobieren. Okay. You're affected by a status change. Flashing items in the status area show you what the effect is. Okay, also das Ding ist voll genug. Okay, es muss also nicht ganz voll sein. Das ist quasi einfach nur, also wenn es ein bestimmtes Level hat, dann wird es aktiv. Wenn das flasht, das heißt, wir sind jetzt vulnerable. Show you what the effect is. The effect will wear off over time and vanish when the bar behind the icon reaches the bottom. Das ist auch, also das ist auch gut durchdacht, was das, was die Grafik, die Kommunikation mit dem Spieler angeht. Es ist einfach nur dieses Symbol, in Anführungsstrichen, aber dadurch, dass es dahinter diesen Balken hat, haben wir nicht nur die Info, was das für ein Statuseffekt ist, wie stark der Statuseffekt ist, wie lang der Statuseffekt noch dauert. Und das alles mit einem Icon. Also das ist nicht schlecht. Being vulnerable means you will no longer dodge any attacks regardless of your finesse. Oh, Moment, Stats, die sollte ich mir mal angucken. Character. Nee. Okay, Dodge wäre 11%, aber da wir vulnerable sind, ist es das nicht. Okay. Keine Ahnung, was das ist. Ich nehme an, das ist Geschwindigkeit. Das ist Speed, nehme ich an. Das ist Magic. Oder das ist Movement. Das ist vielleicht Speed. Nee, keine Ahnung. Ich meine, vielleicht gibt es Magic. Dann ist das vielleicht Magic. Oder ist das Magic? Okay. Also das Spiel könnte ein paar mehr Tooltips gebrauchen, aber ich weiß, es ist
So, das müsste jetzt weg. Ja, Vulnerable geht weg. Wir werden auch immer trockener. Und wenn es ganz weg ist, verschwindet das Ding. Okay, Bleeding ist weg. Wet ist weg. Vulnerable ist weg. Okay. Bitterleaf Brew. Okay, ich nehme an, das was zu trinken. Kaputt machen können wir es auch noch. So, jetzt dürftest du mich ja nicht sehen. Das heißt, ich möchte doppelten Schaden machen. Ich habe nicht getroffen. Das ist doch irgendwas da, wo ich vorstehe, oder? Das ist eine Bodenplatte, oder? Nee. Large Potion of Healing. Das klingt nach etwas, was ich gerne haben will. Haha! Komm her. Haha! Okay. Das eine Icon ist, wie viel du bei dir trägst. 15 von 14 Gewicht, sagst du. Ja, das könnte ein Rucksack sein. Stimmt. Okay. Meine, den Sachen hier sind keine Gewichte zugeordnet. Aber könnte sein. Die Pfeile da oben heißen bestimmt so viel Muni haben wir noch. Kommt das, kommt, kann das sein? Ne? Inventory. Haben wir noch zwei Rocks? Ja, okay. Okay. So, wo waren wir denn noch nicht? Da waren wir noch nicht. Da. Hier geht's weiter? Okay, wir können nicht einfach so ins Wasser. Wir können nicht schwimmen. Okay. Da ist aber definitiv noch was. Das merken wir uns mal. Da ist auch irgendwas. Keine Ahnung was. Moldy Food. Hey, ja, slightly ominous mit den ganzen Leichen hier. Ja, es war aber eine gute Vermutung mit dem Gewicht. Das kann durchaus sein. Vielleicht ist es auch die Anzahl der Items, die wir haben. Jetzt ist es so einfach. 15 von 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Keine Ahnung. Okay, da ist was. Da ist eine ganze Menge. Oh shit. Warten wir mal ein bisschen, bis unsere Poise wiederkommt. Kommen wir da hinten? Nee, kommen wir nicht. Okay, ich nehme an, du hast mich jetzt gesehen. Oh, wenn wir vor dich hintreten, kriegst du eine freie Attacke. Okay, okay, das ist das Problem bei rechten Winkeln. Ja. Du siehst ziemlich gefährlich aus. Du siehst nach einer Spinne, siehst du aus. Ja, wir gehen mal besser. Unser Poise kommt zurück und ich möchte ganz gern, dass unsere Vulnerability noch weggeht. Ja, wir laufen weg. Du boldly flee. Das ist ganz wichtig.
Moment. Oh, du Scheißer. Oh, wow, okay. Eieiei. Du bist du der Boss hier? Poison Bite. Wir sind vulnerable, poisoned und alle... Wir laufen weg. Wir laufen weg. Wir laufen weg. We're no longer vulnerable. Wir sind nur noch poisoned. Verlieren wir? Aber wir verlieren nichts mehr. Ah nee, es blinkt nicht. Wir haben also nur die Vorstufe von poisoned. Okay. Das ist nur also eine Warnung. Und hier sehen wir wieder das Gitter. Also wir wissen, wo das Ding ist, weil wir es hören. Weil es innerhalb unseres Radius ist. Es ist großartig. Das ist... Also ich habe jetzt schon... Ich wollte euch am Ende noch fragen, ob ihr, wie es euch gefällt und ob ihr mögt oder ob ihr euch vorstellen könntet, euch ein Let's Play davon anzugucken. Aber ich glaube, das ist mir egal. Ich glaube, ich werde das definitiv Let's Playen. Das gefällt mir ausnehmend gut. Aber ich kann ja trotzdem mal fragen, wie es euch gefällt und ob ihr da eventuell ein Let's Play zu sehen wolltet. Wenn wir jetzt alle schreiben, nee, dann deabonnieren wir dich, dann mache ich es vielleicht doch nicht. Autsch! Okay. So, your poison is at zero. Further damage will reduce your health. Health can only be replenished via health potions. Or sleeping. Once it's zero, you will die. Okay, also ist das keine gute Idee. Also sollten wir mal besser wegrennen. Okay, euch gefällt es gut. Okay, okay, ich habe noch eine Runde, bis mein Pois wiederkommt, so wie ich das da verstehe. Wow, yeah. Okay, Spider Dice. Das fühlt sich an... Oder hat nicht mal was bei sich, das Drecksvieh. Okay. Ja, also das... Ich meine, ich weiß... Ne, kann ich halt nicht einschätzen, wie es sich auf lange Sicht... Ob es so cool bleibt. Aber der erste Eindruck ist fantastisch von diesem Spiel hier gerade. Picked up Guineas. Ich nehme an, das ist das Geld. Hier finden wir mehr Geld. Hier finden wir auch was. Kann ich das auch noch kaputt machen? Kann ich das auch. So, hier war noch mehr. Okay. Da brennt's. Ist das gut? Kann ich damit irgendwas machen? Oh! Wir haben ja etwa... Ich nehme an, dass... Ah, okay, hot. Oh, wir brennen. Okay. Ich, aha, das war, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Messerschere, Feuerlicht, sind wir kleine Kinder nicht oder so? Ich glaube, das... Oh, hallo? Wo bist du denn hergekommen? A Beetle burst from the floor nearby. Wow, die können einfach aus dem Boden kommen. Ja klar, ich meine, das sind ja Beetles. Also... Swords of Xeen ist auf meiner, grundsätzlich auf meiner Liste, ist halt bei den, von den Might and Magics eigentlich das Einzige, was noch offen ist, von denen, die ich spielen wollte. Ich habe es halt immer vor mir hergeschoben, weil ich weiß, es ist keine Mod, aber es ist ja nur so semi-offiziell. Aber nee, ist auf meiner Liste. Hier Liste, ich glaube 200 Spiele sind drauf oder so. Also es gibt mehrere Listen. Es gibt den Gesamtpool, das sind glaube ich 200. Und dann gibt es drei Prioritätsstufen. Was da dann reinkommt, das hängt dann immer von meiner jeweiligen Stimmung ab. Und üblicherweise, was Priorität 1 ist, das ist dann tatsächlich das, wo ich mich mehr oder minder darauf vorbereite, geistig, moralisch, das in Kürze dann anzugehen. Liste 2 ist dann die ich nicht vergessen will und Liste... Ja, und nee, es gibt zwei Prioritätenstufen und dann die Gesamtliste.
Nochmal eine extra Herausforderung, okay? Gegner und das Feuer sind aufwendiger animiert als Hauptgeist. Ja, ich meine, ich denke, das ist auch vielleicht auch so ein bisschen Callback an Ultima. Das war ja auch alles ein bisschen übersichtlich, die Animationen. Nothing useful. Ich meine, immerhin, er springt ein bisschen, wenn er sich bewegt. Oh. Oh, ich kann ausweichen, theoretisch. Und du läufst weg, wenn du wenig... Nee, läufst du nicht. Okay, war Zufall. Ja, gute Nacht, Antares. Es ist flüssiger animiert als... Ja, das stimmt. Flüssiger animiert als Ultima. Okay, wir sind weiterhin voll. Okay, da ist irgendwas. Wollen wir mal quiet sein? Können wir uns eigentlich anschleichen? Gucken wir mal. Nicht wirklich. Autsch! Ja, ich darf nicht in die reinlaufen. Das ist... das muss ich in Emberlands auch lernen. Dass man nicht in den Gegner reintreten. Also, da kriegt man immer die... Ich lasse die Fackeln erstmal heile. Oh, da liegt irgendwas. Arrows. Okay, ich nehme an, ich brauche auch noch ein Bö, um die abzuschießen, oder? Ich meine, ich könnte sie werfen. Skitter, das war eine Spinne, oder? Nee, ist keine Spinne. Bugs skittern auch, okay. Oh, ich habe noch gar nicht... Ah, ich habe ganz vergessen, auf Secrets zu achten. Okay, ich sollte mich auch jedes Mal vor irgendwelche Wände stellen. So, Arrows. Standard Wooden Arrow. Used as ammunition for bow. Ja, okay, wir brauchen also ein Bow. Was ist denn das Kiten? Kann man damit irgendwas machen? Little use können wir verkaufen. Warm Cloaks and okay. Camp Kit. Ich sollte mir das hier mal durchlesen. Das scheint vielleicht ganz wichtig zu sein, was wir so bei uns haben. A flint, steel and small bedroll, which can be combined with 10 kindling to create a campsite. Okay, kindling haben wir nicht. Haben wir nur 5, okay. Wir brauchen also mehr, wir brauchen noch was, um Feuer zu machen, okay. Thick bitter white liquid. It's acrid flavor comes to Ember Maiden mind and allows... Gott, da ist zu jedem... Jedes verdammte Item hat eine Beschreibung. Gott, das ist, also das ist wirklich... Also würde ich jetzt einfach mal unterstellen, also wirklich ein Herzblutprojekt von dem Entwickler. Zumal er auch nichts für haben will. Also das ist schon ziemlich cool. So. Ah, keine gute Idee. Aber wir halten ja ein bisschen was aus. Wir können durch das hohe Gras nicht gut durchgucken. Deswegen gehen wir mal hier lang. Ich glaube, was wir da hören... Nee, das ist mein... Ist mein Poise, der zurückkommt, das Geräusch. Ups, ich wollte nicht Q drücken. Habe ich hier irgendwelche... Sehe ich irgendwelche Secrets? Nee. Okay, da ist irgendwas. Das ist, glaube ich, der wissenschaftlich korrekte Ausdruck. Attuner. Okay. A dark blue liquid created from powdered Hessen rock. Hessenstein. Entschuldigung. When applied to the skin, it can counter any effects of negation. Currently restricting the use of gifts from the gods. Okay, das sind alle Spielmechaniken, für die wir hier
eine Heilung bekommen, von denen ich noch gar nicht weiß, dass sie existieren. Also es gibt Negation, das irgendwie... Also es gibt Gifts from the Gods und es gibt Items, die das negieren und das können wir die Negierung dann mit anderen Items aufheben. Das klingt ja alles... Mhm. Kann man so machen. Das ist kein Wasser, okay. So. Okay. Was ist das hier? Crank. Oh, das war ein Loch im Boden. Gears turn beneath your feet and you hear a hiss as somewhere a great heat is quenched. Oh, das war Lava. Also ich hab es so gesehen, als wäre es ein Loch im Boden. Und darunter wäre irgendwie Lava oder sowas gewesen. Aber so war offensichtlich ein Lava und das ist jetzt ausgegangen. Okay, gut. Was haben wir hier? Sarah Leaf Oil. Ich nehme an, das ist auch irgendwas zum Dingsen. Hat sich jetzt unser Gewicht verändert? Mal kurz checken. Wo war das? Character Sheet? Ja, ist jetzt 15. Nee. Hatten wir vorher schon. Das. Okay. Sarah Leaf Oil. Is a belt to stave off rot for centuries. Okay, das ist schön, liebes Spiel, dass du das gelb machst, das Rot, aber es wäre cool, wenn man dann da jetzt ein Tooltip hätte. Das wäre super. Aber gut, egal. Wir wollen mal nicht zu viel verlangen. Moldy Food. Ich nehme an, das ist alles, was zu essen. Hier war so, da waren wir schon. Wir sind jetzt, da sind wir hergekommen. Da geht's noch weiter. Okay, wir waren noch nicht überall. Gucken. Weil es scheint so zu sein, dass Monster nicht respawnen. Eieiei, hier brennt es wirklich erheblich. Das habe ich richtig gut gemacht. Da wollte ich mal hingucken. Können wir vielleicht... Wenn wir uns nass machen. Können wir dann hier ins Feuer... Zumindest kommen wir jetzt dran vorbei. So, hier müsste... Ne, da ist einfach nichts. Das ist einfach, denke ich, nur zufällige Generierung des... Ja, da ist nichts. Okay. Das hier ist auch nichts. Ach, das ist ein umgedrehter Beetle, der auf dem Rücken liegt. Okay. Den wir da gekillt haben, verstehe. Habe ich das hier schon gecheckt? Nein. Da unten läuft noch was rum. Ja, das ist unsere Poise, die zurückkommt. Das Geräusch da. Nein. Some objects are too complex for the purpose or usage to be obvious. Items such as these require the use of a Rosetta device before they can be used. Okay, es gibt ein Identify System. Habe ich jetzt irgendwas? Unknown Device. Steht das hier? Ja. A Machine Fragment. Okay. Das ist... Okay, wir können die Truhen auch kaputt machen. Da können wir uns da hinstellen. Okay, also, okay. Kommst du hier nochmal her, mein Freund? Nee, du hast Schiss. Okay, gut, dann leck mich am Arsch. Wir müssen dich auch nicht umbringen, wenn du nicht sterben willst. Habe ich da vollstes Verständnis für.
So, wo waren wir denn noch nicht? Wir waren da unten, da ist Wasser, da kommen wir nicht durch. Okay, hier unten waren wir noch nicht und ganz oben. Das mal wieder richtig überlegt gemacht hier. So, hier nach unten gucken wir gleich, aber vorher gucke ich hier mal hin. Ja, Vulnerable ist gleich vorbei. Blob. Okay, Tür lassen wir erstmal noch zu. Okay, hier hören wir auch irgendein Geräusch. Aber das ist außerhalb unseres Radius. Das heißt, wir können es nicht identifizieren, was es ist. Wir hören nur, dass da was ist. Durch diesen... Also so interpretiere ich diesen Rahmen, der da erscheint. Also dieses... Jetzt war es innerhalb. Da sehen wir dann, dass das steht dann Skitter. Aber als es außerhalb war, haben wir halt nur gesehen, dass da irgendwie was ist. Need Steel Key. Light Steel Key. Okay, mal gucken, ob wir den hier irgendwo finden. So. Hm, da ist noch was. Ja. Oh, hier, das da. Oh, großartig. Und danke, danke Spiel, dass du mich darauf hinweist, wenn ich davor stehe. Das ist sehr nett. Weil gerade jetzt bin ich, wo ich mir noch nicht sicher bin, worauf ich achten muss. Ist hier irgendwas? Nee. Okay, das haben wir noch. Und dann eigentlich nur noch das. Aber dafür brauchen wir einen Steel Key, der ist bestimmt da. Ja, ziemlich gut. Oh, haben wir einen ziemlich guten Dolch. Gerade hoch. Ja, hier geht es tatsächlich noch weiter. Okay, ist hier irgendwas? Ich sehe nichts. Aber diese Dungeons, also... Es fühlt sich viel besser an als ein Ultima Dungeon. Also mal davon abgesehen, dass Ultima die Dungeons ja so bescheuert mit 3D waren. Aber ich meine, auch ein Ultima 6, das fühlt sich durch diese verschiedenen Bodentexturen und die verschiedenen Sachen, die hier sind, dass es also nicht nur hohes Gras in der Oberwelt gibt, sondern auch ein Dungeon, das fühlt sich wirklich wie ein Dungeon an. Das ist halt zugewuchert. What do you want to do with the pot? Refill what? Break pot. Warum sollte ich den Pot breaken wollen? Okay. Kann ich das irgendwie ausschalten? Oder ist das einfach immer da? Nee, okay. Thank you.
Du bist nervig. Du bist tot. Okay, gucken wir mal, was passiert, wenn wir ihn. Was passiert, wenn wir ihn breaken? Being oily means that you catch light far more easily and for longer. Okay. Chest Key. Okay. Okay. Ich meine, das ist Procedural Generation for you. Okay, da hängen wir dann fest ein bisschen. Ja, ich meine, wir haben jetzt offensichtlich hier unsere Lampe an. Können wir das irgendwie ausschalten? Weil ich würde mir das gerne aufsparen, wenn wir tatsächlich das Ember irgendwo im Ember sind oder so. Vielleicht müssen wir einfach warten, bis es leer wird und dann nicht wieder auffüllen oder so. Okay. Closing the shutters. Ja, wie kann ich das machen? Vielleicht mit Quiet Mode? Ja. Okay, dann machen wir es wieder auf. Closing the shutters. Wie können wir das machen? For safety, wait, quiet, yeah, exchange. Ich nehme an, closing the shutters helps to conceal one's presence. Ist einfach nur, wenn wir in quiet mode gehen, machen wir das einfach. Ich nehme an, das ist einfach, wir haben immer diese Lampe an. Wir haben dieses Symbol über unserem Kopf. Keine Ahnung, was das ist. Also nicht der Pfeil, sondern dieses Symbol da. Okay. Noch ein paar Sachen unklar. Da müssen wir hin, offensichtlich. Oh, wir haben den Lightstickel gefunden in dem Ding. Okay, gut. Gut, gut, gut. Okay. Also weglaufen ist, glaube ich, etwas, was man hier häufiger machen muss. Wow. Was bist du? Du bist ein Silverwolf, okay. Wenn
Wenn du uns einmal gesehen hast, können wir auch nicht in den Sneak Mode gehen. Ne? No. Okay, gut. Das bringt nichts. You find one light silver key. Okay, ich glaube, das war wichtig. Oh, da war ein Schlosssymbol dran, dass es zu ist, das Ding, okay. Hurra! Black Eyed Stone, wir haben es gefunden. This stone looks like the one your father... Oh, danke, das ist unser Vater. Okay, das waren also die... Ich meine, natürlich hat sie das nicht erwähnt, weil sie wenn sie unsere Mutter ist, sie geht davon aus, dass wir das wussten, aber diese Person, mit der wir da gesprochen haben, war offensichtlich unsere Mutter. Celora oder Kellora. You picked up the master key for this dungeon. Oh, you may now leave via the exit. Okay. Aber hier ist noch mehr Dungeon. Und zwar hier. Ah! Wow! Du kleiner. Wieso hat eine Bad Scraps of Fur dabei? Das ist ja fast wie in einem Rollenspiel, diese Logik. Okay, gute Nacht, Schleimi. Wir werden mal hoffen, dass wir dieses Dungeon hier noch zu Ende kriegen. Wow. Okay. Ein bisschen Geld. Ja, ich glaube, wir sind jetzt diesem Dungeon auch durch. Da kommen wir nicht weiter, weil da Wasser ist. Da oben wird auch nichts mehr sein. Ja, ich glaube, wir sind ja fertig. Cool. You insert the master key into the door at the top of the stairs. The key turns to dust as the door opens into the outside world. Okay. Okay. So, Madame. Mama. Where did you get that stone? Aus dem Dungeon in unserem Garten. Kara must have left it for you. Das hätte er auch einfach auf dem Nachttisch liegen lassen können. Musste er nicht unbedingt tief im Dungeon verbuddeln, nicht wahr? There's an engraving, sag bloß. Keeper of the Serpent Eye. Serpent's Eye. Na, immerhin ist es nicht Serpent's Isle. I wonder what that could mean. Ja, keine Ahnung. Perhaps the priests of Moon upon Thos. Know what it means, okay. The capital. I'm grateful they're so close. Trader fees.
Your perfect key seats light over the glimmering in the southwest. Okay. Southwest of farm. What? See? Oh, jetzt hat sie uns unsere Map hat sie das auf unserer Map eingetragen. Oh, ist das großartig. you know now the whereabouts of Manapantos. Press M. Okay, machen wir gleich. Spiel. Ich will vorher noch Trader Fees. Don't misunderstand. I'm grateful they lock our product to town. Oh, ach, die Händler, die nehmen es, holen es von dir und bringen es in die Stadt. Okay, verstehe. I just were very less expensive. Okay. Gut, dann wollen wir jetzt mal gucken. Manapantos. Ja. Ja, ich würde sagen, das soll für den Einstieg mal reichen. Für den ersten Eindruck. Also ich würde sagen, wir können uns einig sein, oder wir sind uns einig, das ist ein cooles Spiel. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen begeistert. Also der erste Eindruck ist großartig, sagen wir es mal so. Es ist das, was ich von einem Reimagining eines alten klassischen Spiels erwarte. Das macht es. Es macht es more convenient, geht mehr ins Detail. Aber es fängt so ein bisschen diese nostalgische Stimmung ein. Also ich glaube, das könnte ein schönes Let's Play werden. Dann, ja, würde ich sagen, werde ich mal gucken, wenn ich Zeit finde, werde ich dazu ein bisschen was machen. Vielleicht werde ich auch nochmal den einen oder anderen Stream zwischendurch dann einstreuen, wenn mir mal, wenn wir bei FDL ein bisschen zu sehr in den Stein gebissen haben. Aber wir werden in erster Linie im Stream jetzt erstmal noch FDL weiterspielen, da habe ich auch Lust zu. Das wird hier, denke ich, eher ein Let's Play werden für YouTube. Muss ich mal sehen. Wie gesagt, wenn ich Zeit finde, aber so habe ich es jetzt mal gezeigt und da können wir uns drauf freuen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Mal kurz lesen, was meine schöne gerne ist. Ja, also es hat ein paar, also es ist, ich meine, es ist kostenloses Fanspiel. Es hat so, ich habe ein, zwei Verbesserungsvorschläge, die ich machen würde, aber die Ästhetik gefällt mir. Und die Atmosphäre bisher. Was mir auch gefällt, ist, dass ich überhaupt keinen Plan habe, in welche Richtung das alles gehen wird hier. Also werden wir Archon werden? Müssen wir die Archons umbringen? Müssen wir die Götter umbringen? Also müssen wir Avatar werden? Ich habe keine Ahnung. Also. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ich werde jetzt mal langsam ins Bett müssen. Oder zumindest weg vom Monitor, meine Augen wären rechteckig. Bedanke mich nochmal fürs Zusehen und ja, nächsten Mittwoch machen wir dann weiter mit unserem Shrike Run in FTL und in absehbarer Zukunft wird es, denke ich, zu diesem Spiel Moonring dann auf YouTube weitergehen. Das ist jetzt erstmal das Einstiegsvideo sozusagen. Und um mal einen kleinen Überblick zu geben. Okay, ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Restabend. Wünsche ich euch noch einen schönen Restabend, eine gute Nacht und wenn ihr mögt, bis nächsten Mittwoch. Ja, dann also bis dahin. Tschüss.